der Kollege Professor Lothar Mayer für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Deutsche Bundestag unternimmt heute, ich weiß nicht, den wievielten Anlauf, um zu entscheiden, ob denn die Kollektivklage für Deutschland reif sein könnte. Diese Frucht, meine Damen und Herren, ist überreif, und sie muss jetzt gepflückt werden, bevor sie in den Zustand der Fäulnis übergeht. Es ist kein Ruhmesblatt für den Deutschen Bundestag, dass es so viele Jahre gedauert hat, bis man zu der Erkenntnis kommt, hoffentlich kommen wir zu dieser Erkenntnis heute, dass die Kollektivklage unausweichlich ist, so wie sie in vielen Ländern der Welt ja längst eingeführt ist. Es ist auch kein Ruhmesblatt für die Regierung, insbesondere für die voraufgegangene, dass man mit dem Einbringen eines eigenen Gesetzentwurfs so lange gewartet hat, bis die Europäische Union ankündigt, dass sie in Kürze einen eigenen vorlegen wird und man Details dieses Entwurfs auch schon kennt. Und es ist auch nicht so, dass die Individualklage als Regelklage erst jetzt den veränderten Bedingungen nicht mehr entspricht. Wir sprechen schon seit Jahrzehnten von einer bedrohlichen Konzentration von Marktmacht, vor allem im Einzelhandel. Wir sprechen seit nicht so langer Zeit von einem boomenden Onlinehandel, von der Ausweitung der digitalen Kommunikation, von neuartigen Finanzdienstleistungen, die alle dazu tendieren, gleichartige Schäden für viele Verbraucher hervorzurufen, bis hin zu Massenschäden. Es ist viel die Rede, vielleicht nicht das beste Beispiel von allen, von diesem Diesel, sogenannten Dieselskandal, bei dem, wenn es zu Klagen kommen sollte, in Europa Hunderttausende betroffen sein könnten. Tatsächlich ist es jetzt so, dass die Verbraucher viel zu oft resignieren. Man weiß, man sagt sich, wenn ich den Klageweg beschreite, dann habe ich am Ende mehr an Kosten aufzubringen, und zwar nicht nur an Geld, sondern an Zeit, an Ärger und was noch alles damit zusammenhängt, als ich am Ende, selbst wenn ich das Verfahren gewinnen würde, wieder herausbekommen würde. Die Streitwerte, wir wissen das alle, sind ja oft relativ gering. Dieses Verhalten, mit der schönen Bezeichnung rationales Desinteresse, nämlich Verzicht auf die Durchsetzung der eigenen Interessen, stellt ja am Ende nichts anderes dar als eine faktische Belohnung für unlautere Geschäftspraktiken. Die Neigung obendrein der Verbraucher, in Gerichtsverfahren einzutreten, ist immer noch recht gering. Die Scheu, vor Gericht zu stehen, und sei es als Kläger im Zivilprozess, ist bei vielen Menschen ausgebildet. Und die Erfahrungen, auch die internationalen Erfahrungen, zeigen, dass das bei Kollektivklagen viel weniger der Fall ist. Nun, obwohl viele Verbraucher darauf verzichten, auf die Durchsetzung ihrer Klagen zu bestehen, auf der Durchsetzung ihrer Ansprüche zu bestehen, ist eine Entlastung der Gerichte nicht zu beobachten. Ganz im Gegenteil. Wir meinen, dass der vorgelegte Gesetzentwurf einige Forderungen erfüllen muss, wenn er wirksam sein soll. Ich möchte vier solche Forderungen benennen. Die erste davon, da kann ich mich kurz fassen, weil Frau Ministerin Barley bereits darüber gesprochen hat, nämlich die Durchsetzung von Interessen muss wirksam sein und vor allem sie muss rasch sein. Es kann nicht sein, dass man bei einer Klage mit geringem Streitwert Jahre warten muss auf die Entscheidung. Es muss auch eine Entlastung der Gerichte geben, die durch solche Massenschäden schon längst überfordert sind. Man muss auch darauf hoffen, allerdings das ist vielleicht der schwierigste Aspekt, dass die Kollektivklage eine disziplinierende Wirkung auf das Anbieterverhalten entwickelt und abschreckt durch ihr bloßes Vorhandensein vor dem Anwenden unlauterer Geschäftspraktiken. Und viertens meine ich, es muss unter allen Umständen verhindert werden, und da sehe ich keine großen Meinungsverschiedenheiten hier im Haus, dass eine Klageindustrie nach amerikanischem Muster bei uns entsteht,
die ein Milliardengeschäft darstellt, das viele Unternehmen in existenzielle Schwierigkeiten geführt hat und dessen Kosten am Ende ja gar nicht die Unternehmen selber bezahlen, sondern die Verbraucher auf dem Weg über die Preise. Die Klageindustrie ist ein im vollen Sinne sozialschädliches Geschäftsmodell. Der vorgelegte Gesetzentwurf scheint uns im Prinzip geeignet, diese Forderungen zu erfüllen. Sie werden vielleicht schockiert sein, das von mir zu hören. Sie haben ja dann die Möglichkeit, wenn die AfD dem zustimmt, dass Sie den Gesetzentwurf wieder zurückziehen. Dann wäre die Frucht dann tatsächlich vom Reifezustand in die Fäulnis übergegangen. Aber um seine Wirkung voll zu entfalten, und das ist jetzt an die Adresse nicht nur des Hohen Hauses, sondern auch an die Ministerin gerichtet, bedarf es nach unserer Auffassung noch einiger Korrekturen. Zum einen halten wir die Parallelität von Individualklagen und Musterklagen nicht für wünschenswert. Hier sollte verfahren werden wie beim Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz. Wenn eine Individualklage, wenn eine Kollektivklage auf dem Weg ist, sollten keine Individualklagen mehr angenommen werden. Das setzt natürlich voraus, dass auch nach Beginn des Verfahrens noch Klagen angenommen werden können. Es sollte ein Wettlauf der Kläger vermieden werden. Diese Forderung erfüllt das Gesetz ganz offensichtlich, indem das zuständige Gericht entscheidet, welcher von den bereitstehenden Klägern derjenige sein soll, der ausgewählt wird. Für die Feststellung der Klageberechtigung braucht man sich auch nicht viel Neues einfallen zu lassen. Da gibt es die bewährte Liste nach dem Unterlassungsklagegesetz, die auch hier angewendet werden kann. Die Eintragung ins Klageregister ist eine schwieriger zu erfüllende Voraussetzung. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung als früherer Geschäftsführer einer Verbraucherzentrale, dass sehr viele Verbraucher sich sehr schwer tun, präzise zu benennen, was eigentlich ihr rechtliches Anliegen ist und insbesondere wie hoch der Schadensersatzanspruch ist, den sie anzumelden hätten. Hier sollte das Ministerium, das Bundesministerium, entsprechende Hilfen bereitstellen in Form von Formularen mit den entsprechenden Erläuterungen, wie das auszufüllen ist. Es kann nicht dahin kommen, dass man am Ende, um diese Formulare auszufüllen, wieder einen Rechtsanwalt braucht. Und schließlich und endlich die Meldefristen, die das Gesetz vorsieht, nämlich für die Bekanntmachung einer Musterfeststellungsklage, Bekanntmachung der Einleitung einer solchen Klage und für die Bekanntmachung von Terminen, sind grotesk gering. 14 Tage für die Bekanntmachung der Klage und eine Woche für die Ansetzung eines Termins. Das sieht ein bisschen so aus, als ob man verhindern wollte, dass überhaupt jemand kommt zu diesem Termin. Aber das Fazit insgesamt, das kann ein bedeutender Fortschritt im Interesse der Verbraucher und der Bürger sein. Und deswegen werden wir es sehr positiv im Ausschuss behandeln. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Professor Mayer. Als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker.